Hallo und herzlich willkommen hier bei Kamenander ganzheitlich. Heute möchte ich im Gespräch mit Herrn Christian Fallenbüchel von Dynamic Plus über bestimmte Sprays sprechen mit einer unheimlich hohen Bioverfügbarkeit und auch einer sehr hohen Qualität im Mikronährstoffbereich. Und da darf ich begrüßen. Christian, freut mich, dass du hier heute dir Zeit nimmst und mir kurz Rede und Antwort stehst. Hallo. Schön, dass ich sein darf. Danke für deine Einladung zu diesem Interview. Ja, wir wollen es heute gar nicht so lange machen, also bleibt kurz dran, das ist super spannend. Denn es ist folgendermaßen: Bei vielen Mikronährstoffen, die wir einnehmen, als Kapseln oder als Pulver einrühren, ja, die gehen dann in den Magen, müssen so den Magen durch und dann in den Darm. Und im Darm werden diese Mikronährstoffe aufgenommen durch bestimmte Mechanismen, entweder im oberen Dünndarm, im Zwölffingerdarm oder bis hin sogar zum Ilium, also im Enddünndarm, ja, zum Beispiel Vitamin B12. Und dann geht all dies in die Leber. Und in der Leber wird es nochmals umgewandelt und verstoffwechselt. Und da geht sehr viel dieser Stoffe verloren. Und bei vielen Menschen ist es sogar so, dass wenn sie bestimmte Medikamente einnehmen, können diese Mikronährstoffe wie zum Beispiel Zink oder auch Magnesium oder auch Vitamin B12 gar nicht mehr richtig im Darm aufgenommen werden. Das ist tatsächlich so. Und oder in der Leber fehlt es zum Beispiel an der Acetylierung oder Methylierung und so weiter. Und da ist es notwendig, diese Nährstoffe entweder intravenös oder intramuskulär zu spritzen oder eben schon über die Schleimhaut aufzunehmen, also sprich als Spray in den Mund oder in die Nase. Und da hast du etwas, du und dein Team, Christian, etwas entwickelt. Und das finde ich hochspannend. Erzähl doch mal da kurz was drüber. Ja, also wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, gerade weil beim Q10, also diese große Ubiquinol-Ubiquinon-Diskussion, das ist ja so eine Never-Ending-Story. Und wir sagen ja immer, wenn irgendwo der Körper in seiner normalen Funktion unterstützt werden kann, dann ist es uns wichtig, dass wir das dann auch tun. Darum haben wir für das Ubiquinon, das wir haben, ja auch eine Rezeptur entwickelt mit dem Cordyceps und was da noch alles drin ist, die den Körper in seiner natürlichen Umwandlung in Ubiquinol unterstützt, was ja auch bei denen, wo alles gut ist, super funktioniert. Jetzt haben wir natürlich dann irgendwann im Laufe der Zeit, auch gerade weil wir eben mit so vielen 100 Ärzten und Heilpraktikern zusammenarbeiten, immer wieder auch festgestellt, dass es auch Leute gibt, wo eben dann über den Darm oder aufgrund von Alter oder, gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, das Ubiquinon trotzdem nicht so ankommt, wie es soll. Das heißt, wo alles gut ist, passt's. Aber was machen wir mit denen, wo ein Ubiquinol die Lösung wäre? Und da haben wir gesagt, okay, dann lass uns aber bitte jetzt auch das Ganze wirklich komplett perfekt machen. Und wenn wir schon ein zusätzliches Produkt neben dem Q10, was wir haben, auf den Markt bringen, dann lass uns doch mal schauen, wie wir ein Ubiquinol vielleicht am Darm, an der Leber vorbei direkt reinkriegen über die Schleimhäute. Und dann haben wir uns da mit ein paar findigen Jungs aus Hamburg, tolle Forscher, auseinandergesetzt. Die haben einfach ein super schickes Transportsystem entwickelt. Die haben praktisch, naja, um es mal ganz banal und ganz einfach, wir haben da auch einen Blog, den wir drüber schreiben werden. Könnt ihr dann bei uns im Blog lesen. Wir können auch gern dazu mal ein Interview machen, wenn es dann spruchreif wird Richtung Herbst. Karl, ja, ich bring's mal platt auf den Punkt. Im Prinzip geht es darum, dass sie einfach diese einzelnen kleinen Fettbläschen, so ähnlich wie bei einem Liposomalen, so klein machen, dass wir im Prinzip von wirklichen Mikropartikeln reden, die dann Wirkstoffträger sind. Und somit haben wir eine ganz, ganz hohe Fläche im Mund, wo im Prinzip über die Schleimhäute, wo das ankommt oder wo das reingeht. Und dadurch, dass die so klein sind, kriegen wir den Wirkstoff wirklich auch klinisch getestet. Die Jungs haben das testen lassen. In einer ganz extrem hohen Bioverfügbarkeit hin. Also wir haben es jetzt zum Beispiel beim Ubiquinol, da haben wir pro Tagesdosis jetzt mal banal 16,8 Milligramm sind in so ein paar Sprühstößen drin, draufgeschrieben. Die wirken nachweislich klinisch wie 100 Milligramm. Also die haben einen Bioverfügbarkeitsfaktor oder Resorptionsfaktor sogar von über 6.
Ja, das heißt, wenn man da jetzt zum Beispiel dann 7, 8 Sprühstöße reinnimmt, dann hat man 200, 300 Milligramm Ubiquinol über die Mundschleimhaut direkt reingekriegt. Und das ist natürlich kombiniert dieses tolle Trägersystem mit tollen Rohstoffen, mit unseren tollen Rohstoffen, dann natürlich eine Wucht. Melatonin haben wir es getestet. Da kriegen wir mit 1 Milligramm Melatonin pro Sprühstoß eine Bioverfügbarkeit von 2 Milligramm. Also eins wirkt wie zwei. Pro Sprühstoß 1 Milligramm, wirkt aber wie 2 Milligramm. Pro Fläschchen sind 217 Sprühstöße drin. Man hat eine sehr hohe Bioverfügbarkeit, sprich, also das potenziert sich quasi durch diese neue Technik. Das habe ich richtig verstanden. Und du hast gesprochen von Melatonin, von Ubiquinol, von dem aktiven Coenzym Q10. Was habt ihr noch in der Planung? Ja, wir werden ein Omega-3 machen. Da werden wir uns im ersten Step aber auf ein reines DHA spezialisieren. Und weil das ist ja das, wie du mir mal irgendwann erklärt hast, Karl, was der Körper nicht selber bilden kann. Ja, korrekt. Genau. Und dann werden wir noch ein PMS, das haben die Damen bei uns in der Firma sich gewünscht, einfach ja, einen besseren Gemütszustand in der etwas schwierigen Woche des Monats für viele Frauen, die dann wirklich auch Gemütsschwankungen kriegen. Da haben wir ein PMS-Spray gebaut, das tatsächlich auch total alles natürliche Rohstoffe, unsere Rohstoffe mit deren Trägersystem, richtig schickes Ding. Dann haben wir ein ADKE, also als Spray. Da haben wir jetzt nur, um es mal aufs Vitamin D zu reduzieren, Vitamin D pro Sprühstoß 14.000 internationale Einheiten. Und dann haben wir ein D3K2, da haben wir pro Sprühstoß 20.000 IE Vitamin D. Also wir haben jetzt als Hersteller natürlich klar, logisch hier den rechtskonform dann ein Sprühstoß alle 20 Tage. Wenn da jetzt ein Therapeut eine andere Meinung hat, ist das nicht mehr unser Thema, weil wir dürfen ja nur in Deutschland diese 1000 IE pro Tag Tagesdosis. Darum haben wir bei 20.000 IE einen Sprühstoß alle 20 Tage drauf, ganz, ganz korrekt und sauber, so wie es sich gehört. Natürlich super klasse, weil ich meine, ich gebe meinen Patienten häufig auch als Anfangsdosis deutlich mehr. Also bei sehr niedrigem Vitamin D werden auch ruhig mal 100.000 über ein paar Tage täglich und dann runter reduziert vielleicht auf 10.000 pro Tag und dann vielleicht noch 5.000. Das darf ich ja als Arzt meinen Patienten dann so anbieten in den therapeutischen Dosierungen. Und da freue ich mich natürlich sehr über solche hohen Dosierungen. Und ich weiß auch, dass eure Sachen wirklich clean und rein sind von den Nährstoffen, also von den Rohstoffen her, die ja dann in die Nährstoffpräparate eingebaut werden. Also das weiß ich, das kann ich so unterstreichen. Und ich habe ja auch bei Tausenden von Patienten im Labor diese Werte überprüft und habe gesehen, dass die Dynamic Plus Präparate, also deine Präparate, Christian, oder die von Dynamic Plus, wirklich richtig gut wirken. Also die kommen auch an. Und wenn man es hier noch was Neues hat, also eine neue Technik, das finde ich so hochspannend. Jetzt machen wir Ja, ist so. halt auch so, Ja. ne, wenn du den Tipp, du hast den irgendwo in der Tasche oder in Frauen in der Handtasche oder Männer halt irgendwo und dann mal ein paar Sprühstöße rein. Das ist halt, brauchst du kein Wasser zum Kapseln schlucken oder so. Also als Ergänzung um einfach zu sagen, okay, ich arbeite mal an meinem Omega-3-Spiegel oder ich gucke, dass ich mir einfach ab einem gewissen Alter Ubiquinol, ich gucke, dass ich mir da hin und wieder, das sind halt so Sachen, die gehen dann auch mal zwischendurch, ne? Bei Melatonin vielleicht noch kurz zum Thema Bioverfügbarkeit. Der Peak geht relativ, das kommt in unter 5 Minuten an durch das Trägersystem. Also ist definitiv nachweislich stärker wie liposomale Formulierungen und ist auch höher vom Einstieg her und fällt dann auch langsamer ab. Aber morgens bricht es dann relativ schnell ab. Das heißt, du hast ein ziemlich kontinuierliches Durchschlafen und morgens bist du relativ fit wieder. Das ist das Interessante, was auch in Studien aufzeigt, wie von der Wirkung das Ganze im Verlauf über die Nacht sich entwickelt. Und da haben wir wirklich verglichen mit klassischen oralen Melatonin-Produkten über eine Kapsel, über eine liposomale Formulierung. Und da sind wir definitiv über den Weg mit Abstand besten abgeschnitten. Ja, das ist ja logisch. Also wenn ich habe ja bisher meinen Patienten Melatonin als Lutschtabletten gegeben,
Was Besseres fiel mir nicht ein. Oder vielleicht das liposomales Gel oder Creme, dass ich eben das Schlucken der Kapseln vermeide beim Melatonin, weil da ist die Bioverfügbarkeit auch relativ gering. Oder ich habe es als Zäpfchen auch schon gegeben, ne? Aber mit so einem Spray, mit so einem Trägersystem, wie du es auf den Markt bringst, das ist sicherlich auch klasse. Dann kann ich auf das umsteigen und es ist sicherlich auch angenehmer für die Menschen überhaupt. Ne? Auch die ganze Kapselschluckerei geht vielen auch auf den Geist, möchte ich mal sagen. Ne? Das nervt viele. Ja, ja, super. Ja, dann machen wir es so. Wenn das dann spruchreif wird bei dir, dann senden wir diesen Beitrag. Wahrscheinlich hast du gesagt Herbst, Winter 2023. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und wer das noch nicht weiß, also mit Karmananda, so wie unsere Online-Kurse zum Beispiel heißen, Karmananda, ich habe es unten verlinkt in der Videobeschreibung, im Gutscheincode eingegeben bei Dynamic Plus, bekommt ihr auf alles und immer auf jede Bestellung 10%. Auf alles und immer. Das ist das Schöne an Dynamic Plus, das hast du mir mal eingerichtet. Das fand ich ganz arg lieb und nett, lieber Christian. Könnt ihr also auch ein bisschen Geld sparen, wenn ihr das möchtet. Du hast da wirklich eine tolle Produktpalette, muss ich sagen. Da kann man sich auch mal ruhig mal ein bisschen die Sachen sich anschauen, die du auf den Markt gebracht hast bislang. Und das Schöne ist, das darf ich auch noch sagen, dass ich in der Entwicklung hier immer auch mit beteiligt werde. Du beziehst mich immer mit ein. Du hast mir ja schon vor vielen, vielen Wochen oder ist es schon ein paar Monate her von diesen neuen Sprays erzählt und gemeint, was hältst du davon und das Trägersystem und hast mir alles erklärt. Oder wenn ich eine Idee habe, dann lässt du diese Ideen auch in deine Produkte einfließen. Oder wenn ich einen Änderungsvorschlag habe oder ähnliches, finde ich ganz toll. Dann möchte ich mich auch mal hier ganz öffentlich bei dir bedanken, weil das habe ich bislang bei keiner anderen Mikronährstofffirma oder einem Mikronährstoffhersteller erlebt, dass derjenige auf Leute wie mich hört. Ja, da kann ich 100-mal sagen, Leute, ihr macht das falsch und es stimmt so nicht. Ja, weil ich bin da hier einer der Experten, weil ich mache das seit über 20 Jahren am Patienten und da hört keiner auf mich. Aber du hörst auf mich, finde ich ganz toll. Und deswegen weiß ich auch, dass die Produkte von dir gut sind und darf die hier auch mal vorstellen. Ja, Christian, danke. Vielen Dank. Danke. Karl, Dankeschön. Und es wird, wenn das dann soweit kommt, auch ein großartiges Einführungsangebot kommen. Das kann ich schon mal versprechen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie das aussieht. Gut, das verlinkt man dann alles unter der Videobeschreibung. Vielen Dank an dich und an euch alle. Und ich wünsche euch allen alles Liebe, alles Gute und ganz viel Gesundheit. Ciao. Ciao.